Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy VII Rebirth. So, ich habe das mal eben auf A gespielt und ich fand es tatsächlich leichter als das Musikstück. Aber dann haben wir das schon mal erledigt. Überlege ich gerade, haben wir denn jetzt noch irgendwas? Ich glaube, nee, jetzt haben wir alles erledigt. Das heißt, wir können jetzt zum Ziehen gehen. Habt ihr die Artefakte auch drin? Hier können Freundschaftskarten gegen Strandbekleidung eingetauscht werden. Ja. Oh, nett. Oha. Wir werden uns natürlich beide Outfits angucken, aber... Oha. Viel Spaß damit. Gut, tiefer. Wir haben die Barkeeperin. Strandbekleidung für die Urlaubsstimmung. Die Urlaubsstimmung allgemein gibt. Waffenausrüstungsstelle werden bei dieser Kleidung nicht angezeigt. Ja. Strandbekleidung, die Abenteuerlust und den Hunger auf Wellen in ihrer Trägerin weckt. Auch hier werden die Waffen. Nein. Wir behalten die Wahlgesang. Dankeschön. Wir müssen Strandkleidung umziehen. Ja, das ist der Abschnitt im Spiel für die Spezielleren unter uns. Das Blumenmädchen, natürlich. Kleid einer jungen Frau, die mitgeeins auf der Straße verkaufte. Auch denke ich, hier wird das mittlere Outfit das Richtige sein für uns. Strandbekleidung, die duftet wie ein Feld Blumen im warmen Schein der Sommersonne. Das ist echt schick. Schickes Sommeroutfit. Weniger Strand, aber geht auch. Strandbekleidung mit tropischem Flair, die das Selbstbewusstsein fördert. Die rosarote Meerjungfrau. Oh, es geht aber eigentlich sogar. Aber wir nehmen trotzdem das hier. Die Schuhe finde ich ein bisschen... Gut. Aber das ist echt schick. Das ist also wirklich schick. Kiva hat sich vor allem mit der Frisur noch deutlich Mühe gegeben. Hoffentlich bekomme ich nicht irgendeine Spinne als Partner. Runde für mich machen gestern. Irgendwie ist meine Farbe in meinem System gerade irgendwie nicht so geil. Ist es nicht so richtig bunt. Es wird bei mir blasser, als es aber in der Aufnahme jetzt tatsächlich ist. Von daher können wir erstmal für eine Folge damit leben. Hier können wir uns auch nochmal umziehen. Wo ist jetzt an den Strand? Steht dir ausgezeichnet das Outfit. Willst du runter zum Strand? Ist mein Plan, ja. Dann mal los. Und zwar mit Stil. Na, Red? Was meinst du? Also Tifa, du wirkst erhaben wie ein Wal. Und Aerith, so verspielt wie eine Kreiselschnecke. Soll das ein Lob sein? Eure Schönheitsideale sind mir leider nicht vertraut. Total vertieft. Ihr scheint euch hier ja direkt so richtig zu Hause zu fühlen. Was? Da wären wir! Cloud, alles klar? Ja, schon. Ist nur wegen der Sonne. Passt auf, so ein Sonnenbrand ist unangenehm. Du hast ja ziemlich gut vorgesorgt. Kannst du mich eincremen? Los, zieht Leine!
Prost, Zitron. Oh, sieh an, wen man nicht so alles trifft. Ah, keine Angst, heute will ich nichts von Aris. Es sei denn, du möchtest mir freiwillig assistieren, da wäre ich höchst erfreut. Ganz bestimmt nicht. Ach so. Naja, egal. So oder so erwartet euch gleich ein grandioses Spektakel. Vielleicht mit dir in der Hauptrolle? Bikini-Lady. Sag mal, wollt ihr mir nicht im Labor unter die Arme greifen? Wenn ihr für Shinra arbeitet, habt ihr für den Rest eures Lebens ausgesorgt. Wie es der Zufall so will, könnte ich ein paar Assistentinnen gerade sehr gut gebrauchen. Nur, dass ich ihn so laut höre. Oder da hinten irgendwas. Ihr könntet bei der Geburt eines neuen Helden helfen. Das wäre ja unglaublich. Wisst ihr, ein wahrer Held muss nicht nur durch seine Stärke, sondern auch seine Schönheit bestechen. Denn eine eindrucksvolle Erscheinung kann dem Feind mindestens so viel Ehrfurcht einflößen wie ein kühn geführtes Schwert. Ein wenig abstrakt, das gebe ich zu. Könnt ihr mir folgen? Ja, nicht wirklich, aber es klingt voll abgefahren. Imposante Erscheinungen können viele Kämpfe schon von vornherein entscheiden. Zu ihrer Zufriedenheit. Also ihr Kittel ist echt sexy, muss ich sagen. Soll ich Ihnen Ihre Brille putzen? Wäre mir eine Ehre. Wie wär's mit einer Erfrischung, Herr Professor? Hier kommt das Flugzeug. Kann ich nicht mit euch interagieren hier? Kann ich nicht. Wo ist Tifa eigentlich hingekommen? Ich sehe Aerith, ich sehe Barret. Diese auf dem Wallmarkt geschmiedeten Muskeln werden. Ich kann nicht mit ihnen interagieren. Dann gehen wir mal hier hoch. Bist du ebenfalls dem Ruf gefolgt? Was soll das heißen? Du bist wohl noch nicht erwacht? Wie du sehen kannst, haben sich deine Brüder bereits alle artig hier eingefunden. Ha? Los, aufstellen! Okay! So. Schön. Hier. Gut, was denn? Was denn? Hey, was soll das werden? Tja, das werdet ihr in wenigen Augenblicken herausfinden. Was soll das? Die Kürze, Alter! Was ist das? Vortrefflich! Eine Reunion in vollendeter Form! Erstmal einfach. Ja, ja! Genau solche Organismen wollte ich immer untersuchen! Du Dreckschwein! Barret! Erst die anderen! Okay, die machen einfach, was sie wollen. Nicht mit mir! Aber wir sind doch jetzt ohne Waffen am Strand. Aerith und Barret. Tifa und Red. Ausrüstung überprüfen? Okay. Er hat tatsächlich gezählt, als hätte er die Brachtklinge. Okay, da brauche ich ja nichts.
theoretisch nicht zurückblüffen. Ich habe ja vorher schon darauf geachtet, dass alle ausgestattet sind. Weil das jetzt nicht mein Wunschteam ist. Wir müssen sie aufhalten. Wir müssen einmal analysieren, weil ich nicht weiß, ob ich die alle schon habe. Fusionsreaktion mit einer Schwarzkotte, das kennen wir ja schon. Schockanfällig, indem es mit starken Fähigkeiten triffst. Okay. Auch hier haben wir die Fusionskreaturen. Nutzt du die elementaren Schwächen, also das Eis in dem Fall. Und gewisse Schadensmenge zu, wenn sie in Eisenkugel schwingt, sich total angefangen. Jetzt Schluss! Stirb! Genau so! Was? Genug! Sehr gut! Das sollte reichen. Jetzt! Klappt's raus? Glaub nicht, du etwas. Na? Schon gewonnen. Jetzt nachsetzen. Nur die Starken überleben. Bin mal erledigt. Sauber! Exzellent! Sogar die Zentra ist uns ins Netz gegangen. Herzlich willkommen zurück, liebste Aris. Na, dann hauen wir mal richtig rauf, wa? Ich rate mal. Ich möchte mir den einmal analysieren, die Greifschnecke. Abteilung für Waffenentwicklung entwickelt die Maschine nach den Vorstellungen von Professor Hojo. Ihre zahlreichen Fangarme können mehrere Versuchsobjekte gleichzeitig bewegungsunfähig machen, damit sie anschließend mit Drohnen eingesammelt werden können. Füge eine bestimmte Schadensmenge zu, um die Maschine schockerfähig zu machen. Dazu eignen sich Synchrofähigkeiten oder Synchro-Aktionen besonders gut. Im Laufe des Kampfes feuert sie Raketen und Drohnen ab. Versuchsobjekte zu fangen. Nach dem Einsatz von maximales Drehmoment überhitzt sie und ist für kurze bewegungsunfähig. Ich habe mich im Übrigen entschieden, Tifa zu helfen, weil ich ja mit Tifa später das Daddy in der Geburtshaus haben will. Das heißt, ich muss da die Verbundenheit entsprechend steigern. Laut darf er einmal tatsächlich Plasma-Impuls machen. Hier, erstmal Entladung. Und sie muss aber jetzt gleich gebeten. Ich bin an deiner Seite. Und ich kann schon Synchro machen. Das ist sehr gut, damit ich dann den Verbrauch von MP aussetzen kann, um zu heilen. Okay. Mein Auftritt. Was? Schon genug? So, er soll jetzt hier mal sein Sternstoffstrahl machen. Erhöre sich, Kosmos. Du bist dran. Und tschüss! Hier, mit los! Eigentlich irgendwas habe ich nicht. Ich habe auch nur ein normales Blitz. Jetzt liegt es an dir. Ja, du kannst ja alle über Chakra machen. Kommt nicht wieder!
Willst du den Tricks noch nicht beigebracht haben? Keine Angst, das ging ja alles wieder durch. Nochmal Chakra. Ja. Jetzt rift das abwarten. Mein Einsatz. Neuer Versuch. Ha! Da war es nur noch einer. Dann sei mal schön. Ja. Und komm auch in meine Arme. Den will ich aber gar nicht in deine Arme. Okay, jetzt bin ich eh vergiftet, dann ist das auch schon egal. Okay, muss ich euch gefangen werden? Ich es nicht vermeiden? Das müssten alle sein. Dann kann ich ja endlich gehen. Das denkst du dir so? Komm ich ungelegen? Nein, danke. So wird das nichts, fürchte ich. Aber ich habe einen Plan. Verschaff mir Zeit. Hörst du? Bin ich hin. Chakra. Ich zu heilen. Ich verstehe wirklich nicht, warum du nicht mit mir kommen willst. Was gibt es dir da zu fürchten? Chakra, um mich zu heilen. Was? Volle Kraft. Vorausgesetzt. Okay. Deine Gefährten fühlen sich sicher einsam. Ob ihre Schreie dich vielleicht anlocken? Bin ich jetzt auf still? Alles. Alles nur wegen mir? Hey! Mr. Sturmfrisur! Hä? Hier! Ich? Ja, du. Du willst helfen, oder? Kannst du helfen? Zeit für den Höhepunkt. Ich plane nichts. Ich muss halt leider meine Chakra hier voll machen, ja. Mein Leben. Ich bin bereit. Verzieh dich! Sehr gut. Neuer Versuch. Mein Eier. Dick genug. Volle Konzentration. Schnell, keine Zeit verlieren. Keine Kampf. Hier ist jetzt Schluss. Verdammt. Es ist auf. Eine Chance gewählt. Johnny! Nein, tu es nicht! Bitte, was? Ich bin schwer beeindruckt von Yuffie.
war niemand hier, deshalb war ich so frei. Ein Costa del Sol. Den habe ich im siebten Himmel auch manchmal gemixt. Und davon geträumt, mal herzukommen. Das alles fühlt sich so endlos weit weg an. Irgendwie surreal. Soweit auch wieder nicht. Willst du zurück? Ist viel passiert. Willst du zurück? Zum siebten Himmel? Klar, sofort. Aber ich weiß, dass das momentan leider nicht geht. Zumindest versuche ich mir das einzureden. Hey, soll ich dir auch was mixen? Danke, aber das hebe ich mir für die Wiedereröffnung vom siebten Himmel auf. Hab ich Barrett versprochen. Wann habt ihr das denn abgemacht? Streng geheim. Du und deine Geheimniskrämerei immer. Ja, wir stehen noch nicht so gut da, wie ich gerne würde, aber wir kommen vorwärts. Kann ich das mir hoffentlich richtig genießen, ohne all die Sorgen. Das wäre schön. Oh, wo der Rest rumjuckelt. Das RF steht genauso da wie tiefer. Verrückt, oder so. Verrückt, wenn man bedenkt, dass irgendwo da hinten Midgar liegt, nicht? Ja, ein ganzes Stück schon. Meine richtige Mutter, sie hieß Ifalna. Hojo hat sie eingesperrt und Experimente durchgeführt, weil sie eine Zetra war. Aus diesem Grund hasse ich ihn. Zutiefst. Manchmal denke ich sogar an Rache. Ich male mir aus, wie er leidet. So sehr, dass ich selbst erschrecke. Mach dir deshalb keine Sorgen. Sind doch bloß Gedanken. Und die tun keinem weh. Ist schon okay. Meinst du wirklich? Zerbrich dir den Kopf, wenn es soweit ist, Aeris. Das ist früh genug. Ich helfe dir so oder so. Hörst du? Wie ritterlich. Sollen wir? Den Kopf zerbrechen kann ich mir später. Mhm. Hast schon recht. Ich zähl dann auf dich. Hörst du? Klar. Nicht dich. Ich meinte mich in der Zukunft. Sicher bin ich dann absolut umwerfend. Wirst schon sehen. In Anbetracht dessen, was dort auf uns wartet, ist das sehr traurig. Das wird echt dann, also, es wird echt nicht schön, wenn es dann soweit ist. Geh los. Ich bin mal wieder zu spät, wie immer. Aber was kümmert's mich? Ich bin sowieso geliefert. Ach was. Die können mich alle mal. Bevor die mich rausschmeißen, gehe ich lieber selbst. Ich kündige. Jawohl. Hey, Rufus. Steck dir dein verdammtes Markus sonst wohin. Gute Entscheidung. Irgendwie. Naja, ich ruhe mich jetzt wieder nicht mehr rein. Privatstand betreten, verboten. Barrett und Red sind offensichtlich nicht am Strand. Also ist Barrett, mit dem ist die Verbundenheit nicht halb so gut wie bei den anderen. Ich geb's ja nur ungern zu, aber die Kleine hat uns vorhin den Arsch gerettet, während ich rein gar nichts für die Schwarzkutten tun konnte. Du hast es immerhin versucht. Und darauf kommt es an, wenn du mich fragst. Jetzt musst du mich schon trösten.
Was kommt als nächstes? Das Ende der Welt? Ich kann echt nicht sagen, ob die linke Option oder die rechte obere die bessere ist oder welche überhaupt. Bei ihm hat sich jetzt die Verbundenheit vertieft, aber wahrscheinlich, weil ich den Slot überbrückt habe. Das ist ja, ich bin jetzt bei ihr in drei vollen Bereichen, ein bisschen mit dem vierten. Und bei ihm bin ich jetzt quasi in den nächsten gekommen. Ich denke, deswegen hat sich das tief. Bei ihr sieht es genauso aus wie bei Tifa. Zwei Slots quasi noch übrig. Mal gucken. Oh, Red? Du willst schon zurück? Ich denke schon, ja. Ah, da lache. Verdammt. Hätte ich von ausgehen können, dass Red natürlich da auch noch irgendwo rumliegt. Das war's dann wohl mit unserem Urlaub, was? Zugegeben, lief nicht alles nach Plan, aber... Lasst uns zurück zum Hotel gehen. Zum einzigen Strandhotel der Welt, ohne Strand. Müsste jetzt nicht bald dann Barretts Heimat kommen? Hey Leute! Johnny! Bist du okay? Hab mich nie besser gefühlt. Danke für deine Hilfe. Wisst ihr, also... Ein paar Mädels, die mich beobachtet haben, haben mir alles erzählt. Über Capone und das Hotel. Der hat mich voll verarscht. Und ich hab's nicht gecheckt. Du hast Schulden gemacht, oder? Wirst du die wieder los? Gutes Stichwort. Die Mädels haben Capone gründlich den Kopf gewaschen, wisst ihr? Wir sagen der ganzen Welt, welchen Dreck sie am Stecken haben. Es sei denn, sie lassen den Helden unserer Stadt endlich in Ruhe. Und da hat er es mir erlassen. Alles. Oh, ist ja ein Ding. Meinen neuen Ruhm werde ich natürlich nutzen. Zum Beispiel, indem ich mein Strandhotel in einen piekfeinen 7-Sterne-Schuppen verwandle. Hm? Viel Glück dabei. Noch sind die Sterne allerdings ganz schön in der Ferne, nicht wahr? Sehr witzig, aber ihr werdet schon sehen. Wird schon. Ich gönn's ihm irgendwie. Hey, hey, nicht übertreiben. Kommt schon. Hast schließlich noch Großes vor. Ja, jetzt, wo er keine Schulden mehr dafür hat, kann er das Geld, was er ansonsten dafür aufgebracht hätte, mal in die Renovierung stecken. Ah, wir sind wieder normal. Danke für alles. Gekleidet. Nicht doch. Ich hab zu danken. Und wo zieht's euch als nächstes hin? Wir verfolgen die Schwarzkutten. Oh, die sind heute Morgen Richtung Coralgebirge aufgebrochen. Hab ihnen vorgeschlagen, sich erstmal auszukurieren, aber vergeblich. Das Coralgebirge. Dann ist das auch unser Ziel. Vielen Dank, dass ihr mein bescheidenes Haus beehrt habt. Ich wünsche eine gute Reise. Gruppenmitglieder können jetzt auch wieder geändert werden. Jetzt gucken wir mal kurz, welche Gruppe habe ich denn jetzt gerade. Ja, dann Standard. So, was mir jetzt fehlt ist, ich kann ja zwei Waffen beim Waffenhändler kaufen, aber es gibt eigentlich auch die Truhen dafür. Das wiederum bedeutet, dass ich die dann ja auch irgendwo finden muss. Guck natürlich nicht. Zimmer mit rein. Aber da werden wahrscheinlich keine sein. Wobei, wir haben auch schon mal ein Zimmer der Truhe gefunden. Achso, ich glaube, Red hatte noch eine neue Waffe, ne? Ausrüstung. Red. Da haben wir doch eins erspielt, nämlich das Silberhalsband.
Mit eisigen Klingen die Schwäche des Gegners ausnutzen. Nimmt der Charakter während des Kampfes Schaden, schießt er mit eisigen Klingen um sich. Ist der Gegenangriff erfolgreich, wird die Rächerleiste aufgeladen. Aha. Das heißt, ich muss ihn theoretisch jetzt auch mal dann in mein Team nehmen. Und gegen Gegner kämpfen, die eine Eisschwäche haben. Das sollte aber nicht das große Problem darstellen. Die kommt ja relativ häufig. Und mich dann treffen lassen. Na gut, das könnte ein Problem sein. Jetzt muss ich noch die Waffe einmal modifizieren. Bei Red. Konfigurieren, Waffenfertigkeiten. Aufladungsmenge der Rächerleiste. Verbrauch, physische Attacke. Okay, wir nehmen auffüllen. Wir nehmen mehr Attacke. Weil der eigentlich Magier für mich ist. Muss ich nochmal schauen, wie ich mit dem am besten umgehe. Also, und dann sollten wir ihn natürlich auch reinnehmen. Auch wenn ich lieber... Wo kann ich die Gruppe ändern? Das Kampfeinstellung und dann Gruppenmitglieder wechseln. Tifa für Red. Weiß ich noch nicht. Hey, Leute! Ich glaube, ihr habt was Wichtiges vergessen. Dieses Mockery-Outfit, ne? Geschickte Materia-Jägerin bei Tage und bezaubernde Ninja in der Nacht. Wie schön und edelmütig zugleich! Wer versteckt sich hinter dieser Beschreibung? Ich verrat's euch gern! Die unglaubliche Yuffie! Los. Oh, nicht so vorschnell! So kommst du mir nicht davon. Ich will ein Duell. Willst du Wenn nicht. Ich gewinne, dann werdet ihr mir als Vasallen dienen. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich verliere, stelle ich mich in euren Dienst. Was sagst du? Na komm, machen wir. Du willst wirklich kämpfen? Also, ich will dir ja auch keine Umstände machen. Wir könnten natürlich auch einfach so Freunde werden, hatte ich mir so... Plan gescheitert. Taktischer Rückzug! Was hatte die denn? Krieg ich sie jetzt immer noch nicht als Gefährtin? Ich glaub's ja wohl. Warte mal, ich hab's mir anders überlegt. Sag mal, seid ihr euch wirklich absolut sicher, dass ihr auf mich verzichten wollt? Natürlich nehmen wir sie auf. Wir hätten theoretisch die Option, immer und immer wieder abzulehnen. Irgendwann haben wir sie trotzdem. Glaube ich zumindest. Ich habe da mal ein Video gesehen, ich erinnere mich nicht. Also gut. Wusste ich's doch! Wenn ihr es euch wirklich so sehr wünscht, will ich mal nicht so sein. Freut uns, Yuffie. Verlorene Heimat, das nächste Kapitel. Wenn du auch nur auf einen krummen Gedanken kommst, dann stopfe ich dich in Junons Kanone und baller dich bis nach Wutai zurück! Jetzt echt? Okay, geht klar. Yuffi Kisaragi! Stets zu euren Diensten! Schön. Also am besten stehe ich... Hier. Dann fehlen noch zwei Gefährten. Vincent und Kate Sif. Ich kann jetzt in die Umkleidekabine passend zur Urlaubsstimmung in die Strandbekleidung schlüpfen. Entfernst du dich von Costa, werden die Outfits deiner Charaktere automatisch zurück auf den Standard gesetzt. Okay. Du kannst mit der Shinra 8 zwischen Costa und Unterjunon reisen. Sprich mit den Hafenmitarbeitern für die Schnellreise. Auch Johnny bietet einen Schnellreiseservice. Sprich dort oder seine mit ihm oder seiner Assistentin. Ey, eine Assistentin? Neue Aufträge haben wir auch. Jetzt hier in der Coral Week Region. Und wir werden natürlich hier uns
dann jetzt wieder eine Erkundung geben in den nächsten Folgen, was ich jetzt natürlich noch vorher tun muss. Kampfsimulator wurde aktualisiert. So, Yuffie hat direkt von vornherein ihre erste Waffe fertig aufgeladen. Das ist gut. Ich habe aber auch schon einen Ersatz. Das hätte ich jetzt noch nicht gedacht. Das Elementar-Jutsu, okay, das ist standardmäßig gut. Mögliche Angriffe selbst nur im immobilisierten Zustand während Schadensreaktion kann in der Luft auch eingesetzt werden. Ja. Nehmen wir den mal. Der hat allerdings einen Slot weniger, sehe ich gerade. Ne? Gut, lernen muss ich es trotzdem. Hilft alles nichts. Megalodon-Armreif kann sie behalten. Ist okay. Braucht aber jetzt auch hier noch ein Accessoire. Und da gebe ich was gebe ich hier denn? Energie. Willenskraft. Vor Giftschützen ist natürlich auch generell nicht verkehrt. Vor Schlafschützen. Vor Stummschützen ist eigentlich auch nicht schlecht. Willenringe brauche ich nicht. Automatischen Froschzustand ist eigentlich dumm. Verringern wir mal den ATB. So, dann müssen wir jetzt hier noch Materie einsetzen. Sie kann stehlen. Das habe ich aber schon. Das brauche ich nicht mehr. Das heißt, sie kann schon mal ihr Chakra. Den TP-Boost halten wir. Dann braucht sie natürlich noch einen. Ich glaube, sie kriegt Phönix. Finde ich okay. Dann die Analyse brauche ich auch nicht. Die habe ich. Was gebe ich denn ihr? Autospezialfähigkeit ist jetzt der Knaller. Sie kann die Gewittermaterie auf jeden Fall auf die nächste Stufe bringen und da könnte ich jetzt gucken, ob ich da irgendwo Automagie könnte ich natürlich machen. Ich glaube auch, dass das tatsächlich eine ganz gute Sache ist. Das ist dem Bewusstsein, Vitalität. Nicht so geil. Weißt du, der Gegenstände ist jetzt auch nicht so riesig. Das ist uninteressant, das ist interessant. Ja, dann machen wir das tatsächlich, wie ich es gedacht habe. Oh, warte mal, Barriere kann ich natürlich auch lernen. Rotes und Wallum. Also eine Automagie da drauf und dann kriegt sie tatsächlich die Barriere, weil ich die für Barrett ja auch reinsetzen muss. Und erhöht die. Oh, Regener? Bei präziser Abwehr? Das ist natürlich cool. Aber wir verbessern die Eiselementare Magie. Und dann müssen wir sie auch ins Team mit aufnehmen, was mir jetzt nicht so ganz zusagt. Aber tatsächlich, ich muss auch hier bei ihm. Tatsächlich habe ich jetzt provozieren erstmal fertig. Das ist okay. Er muss aber auch Barriere tatsächlich haben, um das zu verbessern. Erhöht die physische und magische Attacke. Macht bei einer Verbindung mit der Materie Widerstand, außerdem resistent gegen die Schwächung. Gut. So, dann muss ich jetzt mein Team entsprechend aber auch einmal anpassen. Die Nikia wechseln, Barrett gegen Ufi. Das ist sehr viel HP-Verlust. Aber da habe ich keine Wahl. Dann holen wir uns einmal hier ein bisschen Krams und die Nebenmission. Aber dann ist die Folge jetzt auch gleich. Das reicht ja. Hey, auf der Suche nach Materia? Ja, ich guck mir jetzt mal an, was du hast. Der Materia-Chef hat alles, was das Herz begehrt. Ja, zeig mal kurz her, ob du irgendwas hast, was ich jetzt nicht habe, ob du aufgestockt hast, hast du nicht. Bis zum nächsten Mal! Bei den Waffen, da bin ich natürlich, ich will die eigentlich nicht kaufen, weil ich sie theoretisch finden müsste. Jetzt ist die Frage, ob ich sie finden kann oder ob ich sie kaufen muss. Gucken kostet nichts. Die sind halt sehr teuer.
kann mir nur eine leisten. Ich werde das mal eruieren zwischen den Folgen und dann kaufen wir die nächste Folge oder eben nicht. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank und bis dahin, euer Steffen.